Sehr verehrter Herr Präsident, sehr verehrte Kollegen Abgeordnete, sehr verehrte Besucher auf der Tribüne. Frau Rothe-Peinlich, Sie sagten gerade arme Schüler. Ich denke, die Schüler freuen sich jetzt mal, eine wirkliche Oppositionsrede zu hören. Das wird nämlich die erste sein, die wir jetzt vernehmen haben im Hohen Hause. Nein, entspannen Sie sich. Natürlich muss ich als Fraktionsvorsitzender der einzigen Oppositionsfraktion im Thüringer Landtag etwas Wasser in den Wein der Suppe gießen, die da entsprechenden Altparteien hier zusammengerührt haben. Auch die CDU, verehrte CDU-Fraktion, auch Sie verwenden wie selbstverständlich den Begriff Integration. Sie wissen vielleicht, dass der Begriff Integration die Trennschärfe schon lange verloren hat. Gestern ist er 133 Mal in diesem Hohen Haus genannt worden. Wenn Politiker nicht mehr weiter wissen, dann integrieren sie. Das heißt, sie kippen alles zusammen und hoffen irgendwie, dass noch irgendwas Sinnvolles am Ende dabei rauskommt. Auch im Bereich der Mathematik kennen wir die Integration. Im Bereich der Mathematik bedeutet Integration, dass zwei Größen miteinander verbunden werden und entsprechend etwas Neues entsteht. Der saarländische CDU-Innenminister Bouillon erklärte bei Günther Jauch, der ein oder andere hat die Sendung vielleicht gesehen, die Deutschen müssten sich im eigenen Land integrieren. Sie sollen sich also im eigenen Land anpassen. Ich möchte betonen, ich möchte mich aber gar nicht im eigenen Land anpassen und die tausenden Mittwochsdemonstranten wollen das auch nicht tun. Im Kontext des Integrierens taucht auch immer der Begriff Flüchtling auf. Mantramäßig erklären alle Altparteienvertreter, dass die 2 Millionen Flüchtlinge, die wir dieses Jahr erwarten können, entsprechend integriert werden müssten. Dass die Menschen, die zu uns kommen, überwiegend keine Flüchtlinge sind, haben wir ja gestern schon erklären können. Denn sie waren an Leib und Leben sicher, bevor sie die deutschen Grenzen überschritten. Ich bedanke mich sehr herzlich, Herr Wirkner, für Ihre Ausführung auch zu den deutschen Flüchtlingen nach 1945. Und das war der Unterschied zu den deutschen Flüchtlingen 1945. Deswegen ist dieser Vergleich ahistorisch und unbegründet, den der Herr Ministerpräsident gestern hier getätigt hat. Diese Menschen, die rannten um ihr nacktes Leben, und zwar von Deutschland nach Deutschland. Der Staatsrechtler Udo Di Fabio nennt die Asylsuchenden der Gegenwart schlicht Einwanderungswillige. Das ist der neutrale und sachliche, zielführende Begriff für die Menschen, die zu uns kommen. Es ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber man kann in diesem Hohen Haus ja nicht mehr mit Selbstverständlichkeiten rechnen. Das Asylrecht ist ein Gastrecht auf Zeit. Das heißt, regelmäßig kann es keine dauerhafte Integration von Asylbewerbern geben. Wer das Asylrecht für Wirtschaftsmigration missbraucht oder über das Asylticket zumindest Wirtschaftsmigration zulässt, wie das auch die CDU-Fraktion tun möchte und wie das sämtliche Altparteien tun möchte, der zerstört das Asylrecht. Für eine bedarfsorientierte Einwanderung brauchen wir ein kriterienbasiertes Einwanderungsrecht.